Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 9.05.2024? Und da unser DAX einmal nicht untergehen will und jede Menge Spaß daran hat, hier die Shorts noch rauszuschmeißen, habe ich mir gedacht, mache ich doch noch eine Analyse für den Donnerstag jetzt, weil ich nachgeschaut habe, die Börse Frankfurt hat ganz normal offen. Das heißt, der DAX ist ganz regulär handelbar. Mir war auch so, dass wir, hat mir ja gestern schon gesagt, dass man über Hebelprodukte eigentlich immer handeln konnte. Ich war mir bloß nicht mehr 100% sicher, ob das auch für alle gilt, aber es ist alles offen. Damit dürfte keiner Schwierigkeiten haben, seine Trades und Positionen abzusetzen. Solltet ihr allerdings vorhaben, euch gnadenlos zu besaufen, tut euch den Gefallen und ändert vorher euer Passwort vom Trading-Account auf dem Handy. Gerade diese, ich mache mal schnell noch auf dem Handy irgendeine Trade oder was auch immer, das ist schnell gemacht, auch eine Kreditkarte ist schnell belastet, über eine Handy-App, haut das einfach runter, da kommt ihr gar nicht erst auf dumme Ideen. In der Regel tut man sich einfach auch niemals mit sowas einen Gefallen, das ist Gesetz, ja. Man verdient Geld, wenn man aus der Ruhe, aus der Überlegung heraus etwas Überlegtes absetzt, aber ganz gewiss sind es nicht diese spontanen Ideen, die einen immer in den Kopf schießen, wenn man kurz nebenbei im alkoholisierten Zustand mal eben aufs Handy schaut. Ja, von daher passt da ein bisschen auf, ansonsten wünsche ich allen einen schönen Männertag, die den Männertag feiern. Und ja, wir gucken mal kurz drauf. Also unser DAX hat auf jeden Fall zum Mittwoch schon mal ein bisschen Gegenwehr gezeigt. Fand ich auch gar nicht so unüblich. Wir hatten uns auch schon ein bisschen drüber unterhalten, dass die Stelle hier langsam geeignet wäre, um nochmal einen Puck zu machen. Allerdings hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass er, wenn er eine Umkehr stellen will, unter eine 420 oder 380 müsste, das hat er überhaupt nicht gemacht. Und damit würde ich das erstmal noch nicht zu ernst nehmen, aber es zeigt ihm auf jeden Fall, also es zeigt mir auf jeden Fall schon, dass hier oben ein bisschen, naja, ich will nicht sagen auf Krawall gebürstet ist, das ist vielleicht übertrieben, aber der versucht sich schon die Leute hier vor dem neuen Allzeithoch noch ein bisschen abzuschütteln, ja, auch so ein paar Longs ein bisschen, vielleicht paar Leute, die ein bisschen zu aggressiv auf der Longseite überhebelt unterwegs sind, noch rauszuflopfen und könnte mir da sogar eigentlich fast noch vorstellen, dass er das zum Donnerstag nochmal ähnlich wie am Mittwoch macht, vielleicht sogar andersrum. Jetzt hat er erst hochgerissen, dann runter, dann wieder zurück. Vielleicht macht es sogar erst runter am Donnerstag, früh gleich. Dann kommt sich ein bisschen schwächer rein, haut hier unter die 420-400 rein, um so diese ganzen Trailer, Stop-Trailer rauszuekeln. Hackt dann von hier unten volle Möhre bis zu den Amerikanern hoch auf die 18.600, also auf einen neuen Rekordkurs. Dass alle, die hier ausgestoppt wurden, dann hier oben wieder im wahrscheinlich dann alkoholisierten Zustand nachspringen und dreht sich von dort wieder nach runter. Das wäre perfekt. Das wäre ein perfekter Donnerstag und es würde auch schön zum Männertag und wie auch immer allem passen. Muss natürlich nicht so kommen, aber es wäre ein typisches Setup für einen Donnerstag. Deswegen achtet einfach ein bisschen auf diese Bereiche. Ja, 420, 400, das bietet sich dafür einfach an. Unten reinrotzen, grüne Stundenkerze und wieder die ganze Show zurück. Oder auch dann eben ins Ziel rein, oben 18.600 und weg die Kiste. Ja, weg die Kiste würde bedeuten, in erster Instanz hier auf die 45, 35 von oben drauf. Und dann könnte er sich eigentlich auch schon wieder hochdrehen. Ja, also wenn er zum Beispiel zuerst hoch macht und er dreht sich aus dem Bereich um die 600 hier per rote Stundenkerze ein, darf man ihn bis 45, 35 nochmal erwarten. Dann hätte aber hier eben auch wieder Support, ja, bis auf 500, um sich nochmal hochzudrehen. Und dann muss man auch sagen, wenn er hier deutlich drüber geht, dann kommen hier die nächsten Stationen, eine nach der anderen, da wird es sich dann auch nicht so viel vom Brot nehmen lassen. Ja, 670 ist wichtig, 700, 67 bis in die 800 oben rein, das geht ja dann noch weiter, bis hin zur 19.000. Also wenn er oben rausläuft, dann läuft er oben raus, dann ist das so, dann haben wir das zu akzeptieren und hinzunehmen. Aber ich würde, wie gesagt, eben bei der 600 und 400, das sind so für mich eigentlich die attraktivsten Bereiche für den Donnerstag, wo ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, was zu machen, je nachdem, wie es denn mit dem Getränkekonsum so über den Donnerstag aussieht. Ja, also wenn man noch Herr seiner Sinne ist und Fähigkeiten, spricht da, denke ich, nichts dagegen, das zu nutzen einfach für sich. Mir wäre bloß wichtig, hier oben eine rote Stundenkerze abzuwarten, unten eine grüne oder zumindest ein schönes Umkehrsignal. Muss jetzt nicht zwangsweise oben auch die rote Stundenkerze sein, aber
man hackt halt schon gegen den Trend und das auf einem neuen Rekordkurs, da muss man auch schon ein schön würziges Umkehrsignal sehen. Ja, da braucht man nicht gegen grüne Kerzen nur gegenklopfen. Das wird wahrscheinlich sonst nichts. Ja, dann weiß man wieder nicht, wo man Stop setzen soll. Dann läuft der Markt so schnell Richtung den Stop. Dann nimmt man vielleicht ganz raus. Und ach, diese ganzen typischen Anfängerfehler, die passieren einfach nur, wenn man gegen die Bewegung knallt. Ja, lässt man sowas weg, dann hat man schon mal viel gekonnt. Aber gut, das ist auch, wir das sagen, die machen wir eigentlich alles auch in den Seminaren. Aber ja, muss halt hier auch ab und an gesagt werden. Ne? Nützt ja nichts. Ja, das ist es. Das ist es. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Ja, wie gesagt, Börse hat geöffnet. Lasst euch nicht provozieren. Ja, im Zweifel, wenn er sagt, nee, ach, ich will mir das nicht geben, ich mache mich hier nicht angreifbar. Bester Weg, irgendwie, gerade das Handy ist gefährlich. Ja, wer da so vom Handy aus traden kann, ist gefährlich. Löscht die App kurz raus, sorgt dafür, dass es vielleicht nicht gleich am Tag, gleichen Tag wieder drauf kriegt. Und das kann hilfreich sein. Befreit auch. Ja, wenn man Tag nicht drauf guckt, das ist auch mal ganz angenehm. Kann man sich natürlich auch meistens nur leisten, wenn man keine offenen Positionen hat. Wer natürlich hier schon hunderte Punkte minus sitzt, der kriegt sowas nicht hin. Der schaut die ganze Zeit drauf und dann wird genau an der falschen Stelle der falsche Knopf gedrückt. Trotz alkoholisiertem Zustand wahrscheinlich. Also zum Beispiel in der 600 fängt man dann an, sich long auszuhatchen. Das sind so diese Klassiker. Aber es sind halt alles Anfängerfehler. Das ist vermeidbar, deswegen sprechen wir hier immer wieder drüber. Und ich hoffe ja, dass ihr auch zuhört, lernt und euch stetig verbessert. Dann wäre ich schon mal sehr glücklich. Und Freunde, jetzt aber zu. Affe zu, nee, Klappe zu, Affe tot. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.